seid herzlich gegrüßt, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, hier waren besondere Belohnungen drin. Das sind so Steinplatten, die werde ich doch mal lustigst angucken. Und zwar waren das die hier, Steintafel des Armbrustschützen. Die Steintafel umgibt eine magische Aura. Und nochmal hier die... Moment mal, kann ich nicht lesen, ne? Das kann ich nicht lesen. Genau, dann brauche ich die gar nicht aufmachen. Das heißt, die muss ich irgendwann mal später einem speziellen Übersetzer dann mal... habe ich den schon? Ja, den habe ich schon. Mal geben. Okay, ich überspringe mal bis zu diesem Butlerlager, wo ich jetzt hingehen möchte, mal die akrobatischen Unfähigkeiten meinerseits als Person, in der Person Rolands. Also bis dahin... So, draußen sind wir an der frischen Luft, es ist sternklare Nacht. Und gucken wir mal, wo Slimmy Boy ist. Da ist er ja schon. Los, red ich mal um. Hey, du! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihr... Aha. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mir kein Glück bringt. Wieso? Was ist geschehen? Das Fischerdorf wurde von den Orks überfallen. Und so wie es aussieht, hat keiner überlebt. Verdammt, das darf doch nicht wahr sein. Und die Orks? Sag bloß, sie sind noch da. In diesem Fall werden wir dich nicht zur Küste begleiten. Nee, ohne uns. Komisch. Irgendwie hatte ich mit so einer Antwort gerechnet. Das ist mir egal, ob du damit gerechnet hast. Die Orks müssen auf jeden Fall verschwinden, egal wie. Die sind doch weg. So, erledigt. Die Orks sind erledigt. Na, hoffentlich hast du keinen übersehen. Können wir jetzt endlich los? Muss ich echt überlegen und erstmal zwischenspeichern. Denn, was gibt's denn hier noch zu erzählen? Nicht ungefährlich. Küste ist... Ach, ich führe die ja mal hin jetzt. Ich führe die jetzt hin. Hey du! Und dann gehen wir los. Können wir jetzt endlich los? Ja klar doch, wir sind bereit. Panik! Kampfverhalten aller Buddler bei Gefahr. Ich glaube, es ist keine Gefahr. So, die gehen schon mal voraus. Da, hier gehen sie voraus und folgen mir nicht. Na, da bin ich immer gespannt. Jetzt bin ich gespannt, wie das Tracking ist. Ah! Hallo. So, was machen die beiden? Balto? Warte mal. Genau. Einfach mal ablenken. Vielleicht kommt er dann. Nee, kommt nicht. Und was ist mit Herek? Aha, okay. Balto. Er hat kein Brett vorm Kopf, sondern eine Steinwand. Okay. Hoffentlich kommen die Heile rüber. Ich bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt, wo die anderen jetzt sind. Hallo? Warte mal. Okay. Vielleicht kann ich ihn hier irgendwie rauslösen. Ja, bleiben die nämlich hängen, oder? Hallo? Bart kommt nicht mit. Bart. Warte mal. Wie ist... Ich... Ja. Ja, okay. Jetzt klappt's. Oh, war ja. Okay. Wo die anderen jetzt vorausgegangen sind, weiß ich nicht. Kann nur hoffen, dass sie hier in mir nicht runterfallen. Mein Gott, ich wollte doch vorausgehen, denen den Weg leuchten. Jetzt sind die eigenwillig. Okay, ja, der Weg wird wohl gut sein. Die Waypoints gut gesetzt. So sieht's aus. Ich hätte ja auch eigentlich mal eine Nacht schlafen können und dann mich ins Fischerdorf beamen. Kann ja jemand einen Kommentar schreiben, ob das dann auch so gegangen wäre. Nicht wahr? Werden wir sehen. Aber ich will es mal unbedingt mal hier mal selber mal simulieren. Und so wie das aussieht, sieht es gut aus. So, dann müssen die jetzt noch über die Brücke. Jetzt habe ich natürlich die Leute nicht erzählt. Okay. Balto, du wanderst auf harter Ecke. Okay. Okay, ich sehe nur die beiden. Die anderen sind wohl schon vorausgegangen.
Jetzt habe ich mir echt nicht gemerkt, wie viele Peoples da im... Butlala, ja, da sind sie weg. Und tschüss, ich hab's mir gedacht. Dann werde ich mal das aus... Die laufen da unten weiter. Die laufen da unten weiter. Aber wo wollen die denn lang? Ja, jetzt sind sie futsch. Dann mache ich so, wie ich es eben gesagt habe. So, Dille. Hey. Slim Bescheid geben, dass wir jetzt endlich los können. Können wir jetzt endlich los? Wir, heißt es ja. Ja, klar doch. Wir sind bereit. Okay. Kampfverhalten, Boot dabei, Gefahr. Das könnte ich jetzt mal einblenden lassen, aber eigentlich gibt es keine Gefahr. Ich gehe jetzt schlafen. Ihr könnt nochmal zum Fischerdorf hin. Bis Sonnenaufgang, ja. Der frühe Wurm kann mich mal... Und dann, oh, hier gibt es Wacholder. Lecker Wacholder. Und dann werde ich mal zum Fischerdorf runterfetzen. Jawohl, da stehen sie schon. Na, gute Sache das. Dann werden wir mal Sim, das dürfte er hier sein. Ne, das ist Shorty, der hat auch so ein Käppchen auf. Aber trotzdem, fragen wir ihn mal. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Alles klar. So, wo sind die nächsten? Ach ja, hier ist ja diese Balustrade, nee, Palisade. So, Bart. Hey. Du, the Bartman. Wie steht's? Wie steht's? Ich bin zur Zahlheimann. Okay, das kennen wir. Dem haben wir ja was gegeben. Und jetzt gucken wir mal. Das ist ein Buddler. Ob wir Sim finden. Denn ich schätze mal, dass ich das dann zum Abschluss bringen kann diesmal. Okay, versuchen wir es im nächsten Gebäude. Sam, wo bist du? Bettchen. Oh, er rennt sich einen ab. Da hinten steht einer. Ist der Butler. Hier ist Herrek. Wie geht's dir denn so? Hey! Was willst du? Ja, okay, den darf man immer noch nicht annerven. Kyle, wie steht's denn? Wie steht's? Mann, lass mich bloß! Jep, okidoki. Ist Sim hier drin? Auch nicht. So, ah, schön, dieser Geschwindigkeitsring. Das ist ein Buddler und da vorne wird er wohl sein. Oder dort, da ist er. Hier ist Sim. So. Hey. Wir sind da. Wir sind da. Und wie sollen wir jetzt auf das Schiff kommen? Wir haben keine Ahnung, wohin wir die Boote steuern sollen. Ich auch nicht. Also wenn du keinen findest, der uns zum Schiff rüberbringt, können wir das Ganze vergessen. Auch das noch. Muss jemanden finden, der die Leute steuert. So, ist noch einer bald. Hey, hast du was Neues zu sagen? Nö. Und sonst? Nichts. Das heißt... Ja, am besten frage Slim, den habe ich schon gerade eben was gesagt. Schauen wir mal ins Löckbüchlein rein. Das Fischerdorf. Die Butler sind zwar sicher im Fischerdorf angekommen, doch sie wissen nicht, wie sie zum Schiff kommen. Ich muss also jemanden finden, der die Butler zum Paladinschiff rüberführt. Am besten einen Fischer. Ja. Und wenn mich nicht alles täuscht, am besten einen Fischer. Der dürfte ja jetzt am Leuchtturm oben sein. Mal gucken. Leuchtturm, wo bin ich denn hier? Stopp. Corines Teleport zum Leuchtturm. Belegen wir mal eben. Und gucken. Verzeiht mir, jetzt fällt mir der Name vom Fischer nicht ein. Aber wenn ich den gleich lese, wird's bestimmt... Jora? Matteo? Alrik? War's Alrik? Nee. Hä? Meint er irgendwie ein Fischer, der da unten gestanden hat? Unten am Strand, da unten irgendwo. Ihr wisst, was ich meine, wo es die Leiter hochging. Konstantino, hier liegen ja auch noch welche rum. Hey, Farim, ist das der Fischer? Ich weiß es nicht, das könnte ja sogar sein. Auch nicht. Herrgottzack, vertue ich mich wieder hier. Boost? Nee, der ist aus der Kanalisation. Ach, Bu, sag mal was, sagt auch nichts. Mensch, welcher Fischer war denn das? Fernando, das ist auch wieder einer aus der Oberstadt. Grüß dich, Fernando. Handelst du immer noch genau mit außergewöhnlichen Antiquitäten? Brahim, so war das. Der saß immer im Zelt. Das dürfte es sein. Ja, nee, zeig mir deine Karten. Das ist der Kartenzeichner. Meine Herren, wo ist der Fischer? Baltram der Fischer? Nein, bestimmt auch nicht, ne? Nee,
Alles in Ordnung? Ja, mein Freund. Ja, alles klar. Koragon, nee, kann auch nicht sein. Mensch. Einen Fischer fragen. Mhm. Aua! Tut das weh! Oh, wer kommt denn da an? Meldor. Warte mal. Ja. Nee. Wer ist der Fischer? Wer ist der Fischermensch? Überlegen. Also ich meine, im Hinterkopf gehabt zu haben, dass wenn ich die zum Boot bringe oder den besagten Fischer, wer immer der auch ist oder sein mag, besorge, dass ich dann auch irgendwie rüberfahren kann zur Albatros, aber ich gucke mich mal hier ein bisschen um. Zurzeit bin ich ja ein bisschen ratlos. Oh, vielleicht finde ich hier einen Baumstamm. Nein, das ist kein Baumstamm. Hier war ich ja, glaube ich, schon überall. Logbucheinträge. Ja, hier war ich doch schon. Ja, gucke ich mal eben kurz ins Logbuch, was dann als nächstes zu tun ist. So, vermisste Wassermagier zum Beispiel. Wieder eine Nachricht von Theophil. Mhm, da bin ich auch nicht weitergekommen. Orkwache. Gavalon, ja. Aber das ist ja übelst. Okay, dann werden wir als erstes uns mal umziehen, weil ich glaube, ich habe noch die... Moment mal, ist das die leichte Drachenjägerrüstung, die ich da anhabe? Sicherheitshalber mal checken. Ja, das ist sie. Weil die sehen alle so ähnlich aus. Ach ja, Großbauer. So. Bin ich hier? Ja, ich bin hier richtig. Wo ist denn Kort hin? Patrick und sonst. Gut. Ja, dann gehen wir mal oben hoch zu Herrn Kavalorn. Den haben wir hier. Ja, was machen wir denn da? Gucken wir mal, ob wir irgendwie noch mächtige Spruchrolle haben. Wie zum Beispiel, habe ich überhaupt... Ach, hier. Habe ich sogar hier angeklickt. Großer Feuersturm. Nur einen. Könnte sein, wir können die vorher alle erstmal schwächen, die Orks. Hey du! Und dann, Lass uns die Orks aufmischen. Alles klar, jetzt werden die... Jo, ihr blaues Wunder erleben, richtig. Er kommt ja dann eh hinter mir her. Die sind ja rechter Hand. Und als erstes sollten wir ja mal den Herrn Ork-Schamanen in Angriff nehmen. So, oh, bist du eine lahme Sau. Sorry. So, Kavalon, pass mal auf. Ich bereite mal vor. Und da ist der Ork-Schamane. Der ist schon mal gut hier anvisiert. Ich gehe jetzt und lade meinen super Feuerball voll. Und gucken wir mal, was passiert. Zack, dann kommen sie bestimmt auf uns zu. Und Kavalon macht auch schon etwas. Und der Ork-Schamane ist zum Beispiel schon... Okay, erstmal warten. Mithelfen hier, mithelfen, genau richtig. So. Oh. Ork-Krieger? Pass auch hin? Nochmal, ich verpasse dir eine. Ja, Entschuldigung bitte. Mein Rasierapparat ist ausgeruht, da ist ein Dings. Ich mach dich fertig, Mora. Okay. Da ist ein Armbrustschütze, den müssen wir auch irgendwie erledigen. Heißt also, wir müssen... Au! Oh, ich muss aufpassen. Oh, ein Glück. Und Kavalon steht so, dumm rum. Das wäre erledigt. Hoffe, dass wir hier hinten jetzt erstmal Ruhe von den Orks haben werden. Ein Glück. Coole Sache das. Und ich brauchte echt nur einen Feuersturm, einen großen. Das war meine coole Sache. Hier, hören Sie mal. So, gluck, gluck, weg, Vara, speichern. Ja, dann wollen wir mal aufräumen hier. Oh, Kriegerches. Orksche Armbrust. Und wen haben wir hier? Okay. Der hat ein paar Items mehr. Das war also, so wie ich das sehe, dein... Nicht zu holen. Lager, Kavalorn. War das dein Lager, frage ich dich mal. Kannst du mir etwas beibringen? Ah ja, ist ja cool. Okay, das wissen wir ja. Dann gucken wir mal weiter hier.
auf dem Schlachtfeld der Orks. Der Ork-Schamane hat auch nicht so viel Interessantes dabei. Ork-Krieger auch nicht. Kirsch-Urok. Und dann geht's doch mal gleich in das Logbuch, nicht in dieses Inventar, sondern das Ork-Lager ist hier. Ich habe noch mal mit Khaled gesprochen. Moment, das ist, glaube ich, das Falsche. Gucken wir mal auf erfüllte Missionen. Und hier steht es, Ork-Wache. Ich habe Kavallar angeboten, dass wir aufmischen. Wir greifen das Lager an. Haben wir hiermit gemacht. Wunderbar. Auch dieser Bereich ist gereinigt. Dann schauen wir mal in den Ork-Tipis nach, ob wir da noch irgendwas Lustiges finden. Ne, das ist noch nicht mal drin. Das ist einfach nur so. Mal gucken. Hier eventuell noch was. Balla balla. Eine Truhe. Und ist was drinnen? Nein, ist nichts drinnen. Auch gut. Ja, das wäre hier erstmal erledigt. Dann mal über weiter kontemplieren, was wir als nächstes machen. Und jetzt fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren, obwohl ich das richtige Shampoo benutze. Also, wir haben ja noch einen Schlüssel aus Grans Truhe gestohlen. Moment mal, mein Gedächtnis, das könnte... Nee, das ist es nicht. Paladin-Gruft. Und zwar, Moment mal, alte Mine. Ich weiß, dass ich einen Schlüssel zur alten Mine habe oder zur verlassenen Mine. Da ist er, Grans Schlüssel. Nee, ich brauche mal wieder ein bisschen Mana-Energie, um erstmal dorthin zu kommen zur verlassenen Mine. Bulle, bulle, bulle. Ach, hier trinken wir mal aus der Pulla. Ja, dann gucke ich mal, wo habe ich denn jetzt Milizlager, alte Pyramide. Nee, wahrscheinlich muss ich noch den Minenpassstein zum Kloster. Wo haben wir denn das jetzt? Steinkreisritual. Gehen wir erstmal ganz normal hin. Ich werde das mal kürzen. So, da ist er. Gesetzt und auf zum PASS. Oder Doppel-S besser gesagt. Sag ich denn eigentlich? Aber das ist gut, dass ich jetzt hier so richtig spurten kann. Herr Jemine, wo laufe ich denn jetzt drauf? So, alte Mine, verlassene Mine. Das kann ja hier nur oben rechts sein, wenn da gleich die Steinbrücke kommt. Und da müssten wir irgendwo hier links rum, richtig. Und dann, jeder Gothic 2 Spieler wird wissen, dass dann ein Weltenwechsel kommen wird. Also jedenfalls so ein Ladebildschirm. Dann bin ich gespannt, wie der aussieht. Und dann bin ich auch natürlich gespannt, was mich da erwartet, falls mich da was erwartet. Und ich bin sicher, dass mich was erwartet. Also, hier stehen wir vor der Tür. Der Türschlüssel wird passen, das weiß ich. Und erstmal abspeichern. Sonst täte ich mich nämlich tierisch irren, wenn der nicht passen würde. Und der passt. Okay, dann gucken wir mal hier rein. Aha. Oh. Oh, 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 oh. Und da haben wir auch schon das Begrüßungskomitee. Das Dürre-Begrüßungskomitee ist jetzt mal weg. Ja, wie sieht's denn hier aus? Ah ja, Schön. Was sind das hier für lustige Laternen? Wer bist du denn? Aber Hallöchen, Popöchen. Und tschüss. Ja, da hat es eben bei mir geklingelt, deswegen dieser kleine Ruckler. Jetzt bin ich gespannt. An der Haustür meine ich. Wo sind wir hier eigentlich? Was ist das? Nur Minecrawler. Minecrawler Warlayer. Ja, das. Oh, es sind ja nicht gerade unwenige. Okay. Mist! Okay, hallo, hinter mir? Knapp. Immer was futtern? Jesus Christ. Und speichern. Dann mal gucken, was da wir hier nicht rauben können. Ah ja, natürlich nur die Zangen. Und was ist mit dem Sekret? Shit, kann ich noch nicht. Oh Mann. Ha ha.
Ach ja, fällt mir gerade ein. Meine Kampftaktik, die wurde ja hinterfragt, wieso ich keine Kombos benutze. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man das macht. Also, ich mache immer meine oben links, oben rechts Taktik. Und die ist, ach, schau einer mal, guck. Und die ist, mit der fahre ich immer ganz gut. Okay. Boah, sieht aus wie Gedärm hier. Ja, komm. So. Ja, bei diesen Teilen braucht es ja keine Kombo. Die sind ja in Nu weg. Aber was haben wir denn hier alles so zum Liegen? Eine grobe Kriegsaxt. Dann silberner Kerzenständer. Goldbrocken jede Menge. Fusi-dusi. Noch ein Goldbrocken, noch ein Kerzenständer. Und verschlossene Kiste mit Erz. Richtig, ich brauche ja mindestens 10. Ich glaube, dann kommen wir ja weiter. Dann können wir ja dem Lord André Erz... Wer war das? Gernot war das. Dem, der braucht ja Erz, Erz, Erz. Was ist, wenn ich hier reingehe? Stinkt der... Oh, voll der Darm. Ja, man muss mal ein bisschen witzig sein. In diesen Zeiten. Dunkelpilz, das gibt Mana-Kräfte. Ich habe im Laufe des Spiels schon wieder ein bisschen Mana gekriegt durch die Dunkelpilze. Mal gucken. Oh, ich kann hier durch. Das ist ja übelst gut. Aber riecht übelst kacke. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Jep, jep, jep. Weiter geht's. Kann ich hier... Oh, ich kann hier auch durch. Kann ja sein, dass hier irgendwelche versteckten Hinweise sind. Aber nee, es gibt nur noch diese Krabbeltierchen. Gilt es zu erledigen. Wutsch. Und der nächste bitte. Ach, warum soll ich eigentlich mal warten, bis er kommt? Ich kann auch direkt hin. Aber es kann natürlich sein, dass dann sich noch irgendwelche anderen... ja, die Teile gab es schon im Original hier. Diese lustigen Röhrchen. Oh, siehst du, das meinte ich. Was, da ist er? Wie was? Seit wann? Oh, weia. Ich hätte mal abspeichern sollen. Das sieht nicht gut aus. Ah. Ja, jetzt bin ich wieder hier auf der Anhöhe, wo ich dann doch wirklich eine furchterregende Stimme gehört habe. Mit da ist er. Das heißt also, das ist übrigens ein besessener Minecrawler. Besessen. Das heißt also, irgendwie von jemandem verzaubert. Und deswegen würde ich sagen, ja, das kommt der Sache sehr nahe. Dass dieser, ich glaube, es war ein Knochenkrieger oder so. Ist er. Ja, da ist er. Mhm. Komisch, ich assoziiere damit immer ein Let's Player, wenn ich das höre. So, noch ein Minecrawler Warrior. Ja, der bleibt da hängen. Aber wer versteckt sich denn da noch? Noch so viele. Oh, da hinten ist noch was. Das ist nur so ein besessener Kleiner. An der Stelle mal speichern. Jupp. Aha, eine Schmelze. Und was haben wir hier alles? Angst. Oho. Angst. Mhm. Die greift ja um, die Angst. Oh, da liegen aber viele alte Münzen. Okay, ja komm. Komm, sei brav und lass dich killen. Ja, wo ist denn dieser Heinz, der gesagt hat, da ist er? Ist er da irgendwo? Ja, ach so, so ist das. Okay. Gucken wir, wer das ist. Wie heißt der? Knochenbeinkrieger. Oh, war ja, den kann man ja gar nicht. Den kann man ja gar nicht. Nee, den kann man überhaupt nicht. Hm. So, ich habe mal den Spruch Untote vernichten geladen. Ich weiß nicht, ob das klappte. Gucken, hat das geklappt? Ne, er ist immer noch hinter mir her.
mein Mana ist mir leider ein bisschen ausgegangen. Heißt also, ich bräuchte für den nächsten Spruch mal ganz schnell wieder einen Mana-Trunk. Okay, und dann... Oder ich... Wie viel hat es ihn denn erwischt? Gucken, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Nachher versteckt er sich. Da ist er. Oh! Okay, dann versuche ich es doch mit dem Schwertchen hier. Ja, hat geklappt. Wow. Okay. Oh, von dem kann man was essen. Herrlich. Yep. Ja, Suppen kochen sollte ich mal machen. Ich weiß. Speichern. Okay, der Knochelkrieger, der ist kaputt gegangen hier mit einem lustigen Spruch und einem Hieb meines blöden Degens. Jetzt bin ich selber noch gespannt, was noch hier auf uns zukommt. Okay, da hinten ist so eine Art Schmelze. Ach, hier gibt es noch... Ah ja, habe ich vergessen. Weil ich ja... Moment, was habe ich denn gehört? Habe ich was gehört? Nein. Alte Münze. Angst. Okay, dann haben wir das wieder aufgelesen. Und dann gucken wir mal, wer die hier... Oh, hier gibt es sogar wieder Erzbrocken. Goldklümpchens. Ach. Na, okay. Wagen wir es. Okay. Oh! Ein Gerippe läuft mir hinterher. Oh, wo sind die Kombos? Ja, war das jetzt eine Kombo? Ich weiß gar nicht, ob ich eine Kombo gemacht habe. Das ist ja so eine Geschichte, die mir noch jemand erklären müsste. Ja, es ist zum Mäusemelken oder Minecrawler-Melken. Auch der besessene Minecrawler-Warrior. Okay, es wird interessant hier drin. Es wird echt interessant. Nicht zu plündern. Okay. So, und so wie wir hier sehen, haben wir wieder Erzkisten zu finden. Was ist das? Oh, oh, oh. Wer kommt denn? Ach, da oben, im Dunkeln. Aber das ist nur ein kleiner hier. Der kommt da auch nicht weiter. Oh, mein Gott, wieso haust du denn immer wieder ab? So, jetzt darf ich hier in Ruhe bitte suchen und finden und eine Säge gefunden, Dunkelpilzchen, Extrakt der Heilung, das passt auch richtig gut. So, was gibt es hier noch in der Ecke? Nichts. Was sind das hier für lustige? Nee, nichts. Also, wola, wola, bum, 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 und speichern. Was kann man denn, kann man hier reingehen? Oh. Na. Okay. Aufregend. So, hier oben war ich noch nicht. Hier kann man ganz viele Pilze sammeln. Dunkelpilze, das ist auch gut für Mana. Du bist ein Flavor-Deko-Pilz. Ihr seid auch Flavor-Deko-Pilze. Ach ja. Da oben geht's noch weiter. Leute, das geht... Und ein Armbrust. Ein Armbrust oder ein Skelettschütze. Ich weiß es nicht. Ein Skelettschütze auf alle Fälle. Den müssen wir als erstes machen. Okay, ist gut. Oh, ich kann mit dem Schwert auch rennen. Das ist toll. Ah, hat er noch eine lange Geschichte hier. Ja, und weg. Ich habe ganz wenig Energie. Ach, und es wird mich... wieder jemand angreifen mit einer Fernwaffe. Das ist nicht so pralle. Gluck, gluck. Ah, okay. Speichern. Dann bin ich mal gespannt. Hier ist es echt still. Ja, und diese Goldklumpen werde ich dann später im Off hacken. Hier geht's auch noch hoch. Es ist ja vertrackt.
Vertrakt hier. Mal schauen wir erstmal, was wir hier haben. Oh. Hast du gleich zwei Hände? Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Oh, schon wieder Knochenkrieger. Leute, nee. Ja, da müssen wir uns besser vorbereiten. Und das mache ich dann in der nächsten Folge. Für diese Folge verabschiede ich mich. Und wünsche einen guten Abend. Nein, hätte ich beinahe gesagt. Nee, ich darf hier nicht im Kampf weghauen. Ich werde noch mal kurz gucken, ob ich mit dem Untote vernichten den Knochenkrieger. Nee, okay, das Skelett kommt nur. Das mache ich noch weg. Okay, also. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch, das ist der alte Knochenkrieger, ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund. Euer David. Tschüss.